Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners hat im Eurocup den 4. Sieg im 6. Spiel gefeiert und den Einzug in die Top-16-Runde weiter fest im Blick. Beim noch sieglosen italienischen Vertreter Fiat Turin setzten sich die Hessen mit 85:75, 49:36 durch und liegen in der Gruppe D auf dem 3. Rang. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel drehte Bankspieler Eric Murphy beim Bundesligisten auf. Der finnische Center verwandelte zur Halbzeit 8 von 9 Würfen, darunter 2 Dreier, und hatte mit seinen 20 Punkten erheblichen Anteil an der Frankfurter Führung. Neben Topscorer Murphy, der 33 Punkte erzielte, punkteten 3 weitere Spieler für die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert zweistellig. Punkt. Für die vom früheren NBA-Meistertrainer Larry Brown gekochten Turiner, die am ersten Spieltag nach Verlängerung gegen die Frankfurter verloren hatten, waren Tyshawn Taylor und Tony Parker mit jeweils 18 Punkten die erfolgreichsten Werfer.